Herzlich willkommen, YouTube. Boah, Und so, willkommen zu einer weiteren Folge Factorio. Und ja, wir sind immer noch auf der Suche nach Eisenerz und dabei ein paar Nester zu zerstören. Aber ich habe mir jetzt Gedanken gemacht. Erst wenn wir jetzt erstmal zurück zur Basis gehen und uns ein Auto bauen. Denn das können wir ja schon. Dann halt mit dem Auto dahin fahren. Und suchen. Macht, glaube ich, mehr Sinn. Wegen gleich haben wir ja eh Ruhe. Wegen so viele Nester sind das ja nicht mehr. Und dann machen wir uns auf den Weg, unser Eisenerz zu beschaffen. Wir nicht mehr so oft zu Fuß laufen müssen. Denke ich mal, ist ein Auto ganz sinnvoll. So, bauen wir mal hier eine kleine Fabrik. Du machst Motoren. Geil. Irgendwo eine Linie, die sowas produziert? Dann baue ich einfach mal die Fabrik hier hin. Noch Motoren. Und ab geht's hier. So, was brauchen wir denn sonst noch? Wir brauchen Metall und Stahl. Dann brauchen wir doch eine andere Munitionsfabrik eigentlich. Die eigentlich schon hinfällig ist. Oh Mann. Ich habe hier ein Chaos gebaut. Provisorische Fabrik. Gleich habe ich das Auto, oder? Ja, das Eisen geht uns langsam aus. Solange wir kein neues Eisen rankriegen, haben wir ein Problem. Abhängnisse. Oh. Verzugssignale sind gut. Gucken wir mal. Motoren, Motoren, Motoren. Komm, ein Motor noch. Der eine Motor und jetzt das Auto. Los kommt. War ein Stein.
Oh, Mann, sind das viele. Das Nest was? Das Nest ist auf jeden Fall erledigt. Gucken wir weiter. Oh, das war knapp, aber mein Auto ist weg. Ich habe keinen Fisch. Gut, ich habe keinen Fisch, nur weil ich dagegen gefahren bin. Ernsthaft? Forschungsgeschwindigkeit können wir auch mal eben machen. Schön, dass ich jetzt Feuer kriegen könnte. Uran, Kohle. War gar nicht so schlecht, aber. Die Nester hier wegmachen. So, antäuschen, ausweichen. So, weg mit dem Nest. So, jetzt bin ich trotzdem wieder zu Fuß unterwegs. Das hat ja auch wohl gar nichts gebracht, ne? Oh Mann. Boah, haben die geschafft. Juhu. Aber nur mit meiner Hilfe. Nochmal Geschwindigkeitsforschung. So, das Nest ist weg.
So. Oh Mann, fortfahren. Oh Mann. Schafft das? Ja, weiß es nicht. Ich kann mir ein Auto holen und dahin fahren. Wieso das etwas Gutes? Sag mal, wenigstens können wir uns ein Auto holen. Rohre nachbauen. So, fertig. Ein bisschen Metall. So ein bisschen Stahl. Dann haben wir wieder unser Auto. Keine Munition, aber die kann ich ja mitnehmen. Munition, ne? Müssen wir bald verbesserte Munition holen. Wie es aussieht, hat es mein Geschütz geschafft, ne? Ganz knapp wohl. Aber es hat es geschafft. So, Munition sollte unser Auto auch schon haben. Oh Mann, ein Geschütz ist draufgegangen. Aber nicht alle. Immer schön forschen. So.
Schön den Kreis fahren und das Nest platt machen. So, haben wir jetzt alles in den Radius beseitigt. Unten das Nest nicht. Haben wir da unten noch ein Nest? Das da hinten. Wollen wir uns weiter auf der Suche machen nach Eisen. Haltung ist auch nicht schlecht, könnten wir auch gut gebrauchen. Das Nest sammelt auch schon. So, das Nest ist auch Geschichte. So. Müsste ich ja erstmal wieder Ruhe haben. Machen wir das Nest da oben auch mal eben. Und das noch. Sag ich klein und daneben so ein fettes. Also jetzt nichts weiter forschen. Natürlich, geht jetzt wieder mein Auto in den Arsch. Wechsle ich nochmal da. Ah, mit Pistole. So. Oh Mann.
So, muss ich schon zwei Geschütztürme haben, damit das hilft. Ich muss das Nest auch noch zerstören. Oh, tut mir leid, dass ich ein bisschen so schweigsam war. Ich bin gerade voll in Konzentrieren. Das muss der Rückzugsort sein. Auf Anno, jetzt gucken wir mal, ob wir mal das den Geschützturm. Haben wir Geschützturm geopfert? Aber dafür schon das halbe Nest weg. Boah, Nest ist weg. Das heißt, hier ist erst in Ruhe wieder. Aber immer noch kein Eisen. Ja, nicht kategorisiertes Nest. Oh man. Noch neu sein. Das wahrscheinlich so neu ist. Muss ich es auch eben wegmachen. Aber das sehen wir alles, wie es weitergeht. Ob ich es überlebend nach Hause schaffe, nach diesem Nest, sehen wir allerdings in der nächsten Folge. Bis später. Euer Possible.